Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Sie wissen, wir geben heute ein bisschen Gas, weil der Martin ist ja schließlich Irland gegen Schweiz. Logisch. René, könntest du mir einen Gefallen machen? Ja. Heute mal eine Sendung, einfach ohne Fußball. Ist das möglich? Ja, klar. Ja, können wir machen, kein Problem. Super. Ja, ja. Okay. Wir haben heute ein feines Fischgericht auf dem Tisch. Wir haben nämlich Fisch, Härtöpfelspiessli und das sind meine Zutaten. Die zwei Süßwasserfische, die habe ich mariniert mit dem Knoblauch, mit dem Schnittlauch, dem Sonnenblumenöl und Pfeffer. Es sind zwei Sorten Fisch, also einerseits der Zander und andererseits Lachsforelle. Ist das eine irische Lachsforelle? Nein, schweizerische. Aha. Ah, blöd, Irland. Das ja, kann ich wirklich nichts sagen wegen Fußball. Sorry. Okay. Da mache ich jetzt gerade so schöne Zugetti-Locken. Die tun wir nämlich ringsum gerade ein bisschen einpacken. Die Härtöpfel könntest du mir gerade schön halbieren und sie noch würzen. Das ist lustig, so rund, he? Wie im Fußball. Ja, ja, sorry. Jetzt machen wir nämlich die Spiessli. Mhm. Mhm. Noch ein bisschen würzen. Ja, Salz. Genau. Jetzt nehmen wir schön abwechseln. Dann sind die Zander, dann wieder Lachs. Mhm. So. So, ich werde wieder frei. Apropos frei, der Stürmer. Ah, oh, nein, blöd. Sorry. Okay. Dann wir das hier aufspießen. So. Schön. Und dann der andere Fisch hier zwischen deinen nehmen. Musst du noch mehr haben? Ja, gerne. Kannst du mir noch ein bisschen vorbereiten. Und da nehme ich jetzt eine Specktranche ringsherum. So. Schauen, dass es nicht zueinander ausgeht. Ein bisschen fixieren mit dem Spiessli. Und jetzt sind die schon fertig. Jetzt kann ich sie nur noch während 10 Minuten backen. Und dann sind die schon wunderbar. Pro Person gibt es etwa so 3 Stück. Also eine schöne, gebige Menge. Ah, Susan, schau, jetzt habe ich gerade einen Flecken gemacht. Ah, so das ist jetzt Umgang. Du musst das Hemd wechseln. Ja, klar. Die Härtöpfel, die habe ich ja gerade in den Schalen gekocht, weil so haben sie viel, viel mehr Vitamine und Mineralstoffe. Ich mache jetzt noch den Rest. Ich bringe das Hemd zum nächsten Coop-Kiosk. Und ich tue meine Schreinung. Ja. Kann man das mal jemand abnehmen? Mindestens zweimal pro Woche werden die Kleider von der Reinigungsfirma abgeholt. Beziehungsweise zurückgebracht. Man muss also nicht lange warten und hat seine Sachen schnell wieder zurück. Bei Coop ist das Kleiderreinigen aufwendige Handarbeit. Die Säcke werden kontrolliert, Knöpfe abdeckt und das Kleidungsstück vorbehandelt. Im Gegensatz zu den konventionellen Verfahren verwendet man in der ökologischen Reinigung chlorfreie Lösungsmittel, ohne den üblichen chemischen Geruch und mit einer viel kleineren Belastung für die Umwelt. Wenn nötig, gibt es eine sorgfältige Nachbehandlung und alles wird tipptopp gebügelt. Für Hosen gibt es jetzt 33% Rabatt. Die Aktion dauert vom 11. bis zum 24. Oktober. Und wir sind jetzt zurück in der Küche. Da mache ich noch einen Schnittlauch-Dip zu unseren Spiessli. So, ich bin wieder angelegt. Kann ich dir etwas helfen? Ja, kannst du mir da in die Zurmilch rein noch ein Gewürz tun? Ja, so. Da, 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 di, 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 di. Da, 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 di, di. Was? Nationalhymne? Das singe ich immer, wenn ich koche. Ja. Weißt du, du könntest mir gescheiter im Bachhof die Spiessli holen. Ja, mach ich. So. Also mit dem Schnittlauch zusammen, das ist so wunderbar erfrischend. Und die ist natürlich auch noch ein bisschen Farbtupfer. So. Damit es nicht davonläuft, tue ich es gerade eine kleine Schäle. So. Das heisst. Du tust schon gar nicht die Ofenhändchen ab. Ah, ja, stimmt, das sind gar keine Ofenhändchen, das sind ja Goli-Händchen. Hm, komisch, Goli-Händchen, wie man sieht. Sind gerade fertig. Matsch, muss brauchen. So. Geht aber fein aus. Und dann hier noch ein klein oben drauf. Kann ich das für dich tun? Es geht, danke. Das Rezept können Sie wie immer abladen im Internet oder nachlesen in der Coop-Zeitung. Jetzt haben wir also gut gehalten. Ich habe nicht ein einziges Mal in dieser Sendung das Wort Fußball erwähnt. Ein Ball. Das ist ein Fußball. Du immer mit deinem Fußball. Ehrlich. Wieder schauen wir an. Ade. Könntest du echt die Rotkarte? Kennst du das Offside? Könntest du einen Eckball? Kennst du Penalty?